Hey und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Diesmal ist es eine Mischung, und zwar ein bisschen Vlog. Aber ich teste auch Influencer-Rezepte, weil so ein Format hatten sich echt einige gewünscht. Und mit dabei sind dieses Mal ein Rezept von Pamela Reif, also aus der Pam-App, beziehungsweise von Dennis ist das sogar. Dann von Karin Deister ist eins dabei, von der lieben Franzi und, von der Rahel noch eins, genau. Bin ich mal gespannt, wie ihr das so findet, das Format. Beziehungsweise ich hatte das ja auch schon mal so ähnlich gemacht. Und ein bisschen Vlog-Style ist noch dabei. Und dann hoffe ich auf jeden Fall, es gefällt euch wie immer. Für mich geht es jetzt los, frühstücken. Also eigentlich hat ja schon die erste Uniwoche angefangen, aber ich bin jetzt zu Hause, weil Freitag ja kein Freitag ist, also Feiertag. Und dann ja das verlängerte Osterwochenende. Und dann hat sich das nicht so gelohnt, nach Hause zu fahren für diese 4 Tage. Deswegen, genau, bin ich noch zu Hause. Also ich arbeite natürlich ein bisschen mit und so. Aber genau, jetzt gehe ich auf jeden Fall frühstücken mit der lieben Lara. Wir hatten uns schon mal getroffen. Wir haben uns nämlich über Instagram kennengelernt. Und wir gehen zu Bread & Cakes. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Das Wetter ist auch super schön. Auch ein bisschen kalt, aber sehr, sehr schön. Und yes, das wird so lecker. Da sieht man wieder die schönen Küchlein. Das sieht einfach wirklich so schön aus jedes Mal. Und genau, wir hatten uns erst Getränke bestellt. Ich hatte wieder einen Minztee, ich brauchte dazu irgendwie immer was Warmes. Und dann hatten wir beide die Peanut Choc Bowl zusammen mit der Acai Ice Cream und wieder mit ordentlich Toppings, Erdnussmousse, Raw Cake obendrauf. Und das war wieder so, so lecker. Ich habe mir gedacht, dass ich mir jetzt ein Snack-Rezept mache, und zwar nehme ich eins von der Rahel. Das ist zwar aus ihrem E-Book, aber ich wollte es mal ausprobieren, weil das sind Erdnuss-Protein-Energy-Balls quasi. Und ich fand es cool, weil sie da Erdnussmehl benutzt. Und ich habe ja dieses Pulver hier von Food. Das ist quasi eigentlich wie Erdnussmehl, nur halt, dass es noch mit Zwiebeln gesüßt ist. Aber ich dachte mir so, ja, ist halt ein bisschen süßer dann vielleicht mit der Dattel. Aber ich glaube, das kann man trotzdem super gut nehmen, weil es ist ja eigentlich im Prinzip das. Bei 30 Protein nehme ich hier Mandelmehl. Das ist ja auch quasi nur Protein. Ich habe nämlich mein Proteinpulver aufgebraucht und das kommt erst morgen oder so in Bonn an, deswegen, genau, und dann noch Erdnussmus, Dattel, und das werde ich jetzt machen. Ich mache jetzt eine relativ kleine Menge, deswegen werde ich das jetzt mit der Gabel alles probieren zu zertrümmern. Ich habe da so ganz bisschen heißes Wasser dazu gegeben. Da ist jetzt Erdnussmus und Dattel drin und ich mache halt, habe ich gesagt, dass ich nur die Hälfte mache, also deswegen ist es halt für den Mixer eine zu kleine Menge. Ja, das werde ich jetzt mal hier probieren, so richtig klein zu kriegen. Okay, wow, schaut mal, es hat sogar einigermaßen geklappt. Wurde voll gut, oha. Also falls ihr so richtig softe Meduldatteln habt, geht es auch echt mit der Gabel. Jetzt gebe ich dieses Erdnussmehl quasi dazu. Ich hoffe, das wird echt zu süß wegen dem Stevia, aber egal, das passt schon. Und dann noch Mandelmehl. Da ist auch schon echt ordentlich Salz drin. Das ist voll cool, weil dann brauche ich nicht extra noch Salz hinzufügen. Ich habe jetzt verhältnismäßig deutlich mehr von den trockenen Zutaten genommen, als im Rezept stand, weil ich ja so einen Schluck Wasser dazugegeben hatte, damit es halt fest genug ist. Und ich habe schon probiert, es schmeckt richtig gut, der Teig schon mal. Also es ist ja eigentlich alles, aber ich probiere es dann später natürlich richtig. Und ich werde das jetzt mal zu Bällchen formen. So, das sind jetzt meine fertigen Bällchen. Die sind auch schön so, ja, saftig geblieben, also nicht so hart. Ich mag es nämlich nicht, wenn Energy Balls zu hart sind. Und ja, genau, die werde ich jetzt noch ein bisschen ziehen lassen, auch so in den Kühlschrank stellen und dann später probieren. Okay, ich habe es probiert und wahrscheinlich denkt ihr euch so, wow, das ist so basic Rezept, warum ich das so zeige. Aber ich finde, Energy Balls können super langweilig und trocken schmecken oder die können so richtig intensiv und fudgy schmecken. Und deswegen, da gibt es echt Riesenunterschiede. Deswegen war ich gespannt auf dieses Rezept wegen diesem Erdnussmehl noch zusätzlich zum Erdnussmus. Ich muss sagen, es ist richtig gut geworden. Auch die Konsistenz so super fudgy, wie man sieht. Ein bisschen so wie Cookie Dough. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Auch mit der Lean Cream, die ich benutzt habe, hat es auch richtig gut geklappt. Und ja, lass mich jetzt schmecken. Also ich würde sagen, eine 9 von 10. Mit Schoko obendrauf oder drumherum wäre es noch eine 10 von 10. Aber ich bewerte es natürlich auf so die Schnelligkeit und die Einfachkeit von dem Rezept. Und da das so ein einfaches Basic-Rezept ist, wo man nicht viel braucht, auf jeden Fall eine 9 von 10. Wow, ignoriert meinen Turm hier oben drauf. Das ist irgendwie doch mein Tut vom Schlafen so. Ja, auf jeden Fall habe ich mir ein Rezept ausgesucht aus der Pam-App. Und zwar ist das nicht von Pamela direkt, sondern von Dennis. Aber ich dachte mir, das ist trotzdem cool auszuprobieren, denn das ist einfach Linsentofu, den man selbst macht. Und ich weiß nicht, aber ich finde das voll krass irgendwie, weil ich habe Tofu noch nie selbst gemacht und aus Linsen erst recht nicht.
Deswegen habe ich das Ganze schon mal gemacht gestern. Ich habe es auch mitgefilmt, die einzelnen Schritte. War mal echt eine coole Erfahrung, weil das war wirklich voll anders. Also ich habe noch nie Linsen irgendwie nur so zubereitet. Ja, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Das werde ich dann später zum Mittagessen essen. Werdet ihr dann sehen. Und erstmal blende ich euch jetzt aber die Schritte ein, ja, wie das Ganze dann in der Zubereitung aussah. So, also für den Linsentofu hatte ich dann zuerst die Linsen eingeweicht und danach mit Gemüsebrühe und Salz püriert. Und ich hatte mich am Anfang leider, also ich habe gar nicht auf die Flüssigkeitsmenge geachtet, deswegen musste ich das ein bisschen selbst einschätzen und weiß gar nicht, ob das überhaupt so gut war. Auf jeden Fall hat man es dann ja aufkochen, also nicht aufkochen, aber erhitzt und dann wurde das immer dickflüssiger. Das ging auch richtig, richtig schnell und da musste ich wirklich ununterbrochen rühren mit dem Schneebesen. Und das Komische war dann, das wurde dann super schnell so bröselig so ein bisschen, obwohl es noch voll warm war. Keine Ahnung, ob das so sein soll. Und dann habe ich es in so eine Dose gemacht und ein bisschen platt gedrückt. Ja, und dann kam das über Nacht in den Kühlschrank. Beziehungsweise kannst du, glaube ich, auch nur eine Stunde drin lassen. Das hier ist jetzt übrigens der Tofu am nächsten Tag. Ich weiß nicht, ob das gut war, dass ich den Deckel über Nacht direkt drauf gemacht hatte, weil da so ein bisschen Wasser dann entstanden ist und ich es ein bisschen weicher und matschiger deswegen. Ich werde ihn jetzt aber mal in Scheiben schneiden, nicht in Scheiben, in Stück schneiden. Also hier sind die Würfel. Ich habe jetzt mal einen rausgenommen. Also am Rand auch vor allem bröckelt der bei mir so ein bisschen. Ist jetzt nicht komplett stabil, aber so ich glaube auch in der Mitte und so müsste das voll gut gehen. Ja, genau so sieht es aus. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich finde die Farbe ganz witzig irgendwie. Schaut, hier habe ich jetzt, also ich habe probiert, den anzubraten. Das Problem ist, der ist komplett dann, also hier sieht man es am Rand so ein bisschen auseinandergefallen, weil der irgendwie zu weich, zu bröckelig ist. Deswegen habe ich den dann wieder rausgeholt. Und da unten habe ich Salat mit. Da habe ich auch Avocado drin und ein paar andere Sachen. Noch Gewürze. Und ja, jetzt bin ich mal sehr, sehr gespannt. Also irgendwie die Konsistenz ist nicht so ganz das Wahre. Vielleicht habe ich auch mit der Flüssigkeit wirklich irgendwas falsch gemacht. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ich werde jetzt mal, oder ich muss nicht mit Gabel, probieren. Es ist auch ganz leicht warm, weil ich es ja in der Pfanne hatte. Joa, also ich muss ehrlich sagen, also ich glaube, ich hätte es noch ein bisschen mehr salzen können. Wobei zum Beispiel so dieser ganz neutrale Tofu, der ist ja gar nicht gesalzen. Und finde ich, der hat trotzdem irgendwie einen geilen Geschmack. Also schmeckt sehr nach Linse, muss man mögen. Ich mag eigentlich Linsen, aber pur finde ich sie viel leckerer als jetzt in diesem Tofu. Konsistenz ist so ein bisschen schaumig, also man hat das Gefühl, man beißt in so was Bröckeliges, aber das ist dann so mehlig schaumig im Mund. Also ich kann mir vorstellen, dass es, wenn man das so richtig anbrät, zum Beispiel hier ist so eine Ecke, die ist mehr angebraten, dass es geiler ist, aber für den Aufwand würde ich das nicht unbedingt nochmal machen, weil das war ja schon so ein bisschen Aufwand und auch der Topf, der war so richtig verklebt danach. Ja, ich weiß nicht, also schmeckt halt schon sehr, sehr nach Linse, so, das hat voll diesen Linsengeschmack und das ist dann halt auch nicht so leicht irgendwie einzusetzen. Auch in so asiatische Gerichte, finde ich, passt das dann gar nicht. Ja, also ich würde dem jetzt mal so eine 5 von 10 geben vielleicht. Kann auch sein, dass ich da noch irgendwie was falsch gemacht habe, aber es ist nicht so ganz. Da esse ich die Linsen einfach lieber pur und normalen Tofu tatsächlich. Aber die Idee ist halt cool und an sich hat es ja auch geklappt. Hätte ich auch nicht gedacht, aber ja. Muss man nicht machen. Vielleicht, falls ihr das schon mal ausprobiert habt, sagt mal gerne Bescheid. So, das nächste Rezept ist von Karin Deister und zwar so ein Brot, so ein Körner-Haferflockenbrot. Ich glaube, ich hatte das Rezept irgendwann zwar schon mal gemacht, aber es kann gut sein, dass ich das abgeändert hatte und ich weiß auch nicht mehr richtig, wie ich das fand. So. Deswegen dachte ich mir, mache ich es nochmal, weil das passt auch perfekt für den Osterbrunch morgen. Und genau, da habe ich auch die Zubereitung so ein bisschen gefilmt. Ich habe mich jeden Schritt mitgefilmt, aber ich habe es wirklich diesmal 1:1 gemacht wie das Rezept, damit ich das auch sehr gut bewerten kann. Ich habe nur statt Ahornsirup Kokosblütensirup genommen, weil wir keinen da hatten. Aber ich glaube, das macht jetzt wirklich nicht viel aus. Also ich habe jetzt die Mischung wirklich 1:1 wie in dem Rezept gemacht. Also wirklich, ich habe nichts anderes gemacht. Ich hatte bei den Haferflocken halbkernig, halb fein gemacht. Da stand keine Angabe. Und dann habe ich statt, das Einzige, was ich geändert habe, ist statt Ahornsirup diesen Kokosblütensirup genommen. Der ist ein bisschen zäher. Und ja, Salz kam auch noch rein und Flohsamen schon auch. Das hatte ich nicht mitgefilmt. Und dann noch Wasser.
hier sieht man jetzt das Brot von innen. Ich habe es jetzt aufgeschnitten. Also man sieht, dass da echt viele so Chiasamen und Körner drin sind. Aber ich finde, dass es trotzdem nicht zu kompakt aussieht. Also es geht voll, finde ich. Ich mache hier noch die, ich zeige euch mal die Scheiben. Wow, komische Perspektive. Aber ich wollte nur noch ganz schnell sagen, dass das letzte Rezept eins von der lieben Franzi ist. Sie ist jetzt kein riesen Account auf Instagram, aber sie macht eben so sehr, sehr coole vegane Rezepte. Und das ist dieser Green... Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Das ist dieser grüne Salat, der auf Instagram und TikTok so richtig abgegangen ist eine Zeit lang. Und ich hatte das Originalrezept nie gemacht. Ich hatte mal so eine ähnliche Variante, was heißt ähnlich? Also ich hatte so eine eigene Variante mal gemacht, auch mit Quinoa und so einem Dressing. Das war für mein Herz auf das E-Book. Der ist da drin und der war auch richtig lecker. Aber das, ich hatte mich halt wirklich nicht wirklich daran angelehnt. Von daher wollte ich mal so ein originales Rezept ausprobieren, ob das wirklich so gut ist. Das ist ja auch so richtig klein gehäckselt und genau, das werde ich auf jeden Fall noch machen. Und das ist dann auch wahrscheinlich das letzte von den 4 Rezepten. Hier ist jetzt schon mal ein Teil der Zutaten fürs Dressing drin. Den Rest, den mache ich rein, wenn ich gemixt habe, damit da wieder ein bisschen Platz ist. Und genau. Das genaue Rezept findet ihr aber auch auf ihrem Instagram-Account. Ich glaube, das ist sogar eins der letzten Posts, wenn ich mich nicht irre. So, ich habe jetzt gemixt. Ich musste noch ein bisschen Flüssigkeit hinzugeben, weil das sonst nicht geklappt hätte. Aber ich glaube, man sieht es gar nicht so gut. Wow, okay, man sieht es nicht wirklich, aber es ist wirklich richtig cremig geworden. Ich habe noch, statt Zwiebeln habe ich jetzt Kapern dazu gegeben, weil die ja immer so eine gute Würze geben. Und es schmeckt schon relativ salzig, aber ich glaube, das ist dann gut im Salat drin. Also ich habe jetzt hier den Kohl, Weißkohl, schon mal klein gehackselt. Das hat jetzt richtig lange gedauert mit dem Messer. Das ist ja so richtig schön fein, dass ich glaube, das passt so. Ich mag das nämlich auch mehr, wenn der halt so roh bleibt, dann ist es schon leckerer, wenn der dann so wirklich so fein ist. Und dann kommt noch Schnittlauch, Frühlingszwiebel, oder? Ich muss mal schauen. So, jetzt habe ich hier noch Gurke, eine Frühlingszwiebel und Schnittlauch. Und das kommt jetzt auch alles hierzu. Ich konnte es nicht lassen. Ich habe jetzt noch ein bisschen gehackten Koriander dazu gegeben. Das stand zwar nicht im Rezept, aber wir hatten halt gerade so richtig frischen. Und wir lieben den alle, deswegen muss ich da auf niemanden achten. Sogar meine Großeltern mögen das, glaube ich. Und ja, jetzt werde ich das mal so hier vermischen. Und ich habe hier schon das Dressing, was ich gestern vorbereitet hatte. Irgendwie, das Problem ist, das ist irgendwie gefühlt Frischkäse geworden von der Konsistenz. Mega angedickt. Okay, jetzt habe ich das alles schön vermischt und ich muss sagen, das sieht richtig gut aus, weil ich finde, dass das Verhältnis von Dressing zu dem Grünzeug echt gut ist. Also, das ist auch nicht zu trocken, aber jetzt auch nicht so, dass es so richtig flüssig irgendwie ist. Weil ich mag es nicht, wenn sich das Dressing so komplett im Boden sammelt und genau deswegen, das sieht sehr gut aus. Ich glaube, das schmeckt bestimmt auch gut, wenn man das durchziehen lässt. So, ich komme mich nicht entscheiden. Ich habe jetzt ein Blatt Koriander, ein Blatt Petersilie und ein Blatt Basilikum drauf. Und ich habe den Rand nochmal so ein bisschen abgewischt, weil das war richtig dumm. Eigentlich wäre es schon gewesen, das in einer anderen Schüssel zu mischen und dann in die schöne Schüssel zu füllen. Aber, oh, ist schwer. Ja. So, erstmal frohe Ostern. Also heute ist Ostern, deswegen, ja, wir brunchen gleich auch. Ich habe mich aber kurz mal ins Bad verkrümelt, weil ich das vorher noch probieren wollte. Und zwar habe ich hier einmal das Brot und schon mal den grünen Salat. Und also der grüne Saat, den ich auch vorhin gemacht habe. Und ich mal probieren jetzt. Und das Brot noch. Also der grüne Salat ist schon mal top, wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass der so gut schmeckt. Und vor allem, falls ihr das auch mal macht und euer Dressing zu salzig erscheint, dann ist es richtig gut, weil zusammen mit dem Kohl und allem ist es dann top. Also wirklich 10 von 10. Und das Brot, das hatte ich eben noch getoastet, weil davor war das so ein bisschen lappriger. Und durch das Toasten wurden so die Ränder richtig crispy und innen ist es halt so weich geblieben. Und ich muss sagen, durch das Toasten, finde ich, ist es auch eine 9 von 10. Auf jeden Fall vielleicht sogar 10 von 10, weil auch so die Salzmenge, also es ist auch trotzdem aromatisch, also schmeckt wirklich schön nussig. Und ja, ohne Toasten, glaube ich, wäre es eher so eine 8 von 10. Aber ja, ist approved auf jeden Fall. Also hier haben wir was mit Spargel, dann dieser grüne Salat, Quinoa-Erdnusssalat, dann König-Frischkäse, dann sind so Schiffchen mit irgendwas. Hier haben wir zweimal Hummus, noch da hinten, dann so Antipasti-Paprika, Eier, Linsensalat, hier so Lachs-Tatar, dann ein Thunfischdip und hier noch so ein paar Kleinigkeiten und Frikadellen und eine Käseplatte. Und hier sind die Brote noch. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und genau, für mich geht ja wieder Uni los und ich bin dann auch wieder in Bonn, deswegen weiß ich nicht, was dann noch kommen wird. Wahrscheinlich eher so Basic-Videos, weil, ja,
dann viel zu tun ist quasi. Und ich hoffe generell, dass ich es auch noch schaffe, Videos hochzuladen. Ich werde mal schauen. Aber genau, wir sehen uns dann auf jeden Fall entweder auf Instagram oder spätestens im nächsten Video.